Yo, yo, Leute, was geht ab? Euer Dernis hier wieder am Start und heute kommt mal wieder ein Reaction-Video. Für alle, die wieder Reaction-Videos schicken wollen, unten ist die E-Mail-Adresse. Bitte nur eure eigenen Videos. Ihr könnt wieder Fail-Videos schicken, Win-Videos oder allgemein lustige Videos. Wichtig ist nur, dass die Videos von euch selber sind. Ja, ansonsten gibt es gar nicht so viel zu quatschen. Achso, nochmal ein bisschen Eigenwerbung für alle, die noch Merch brauchen. Ja, Merch-Shop ist natürlich auch unten verlinkt. Und dann würde ich mal sagen, legen wir jetzt einfach mal los und gucken, was diesmal so eingesendet wurde. So, es geht los mit Enduro. Ach, ich habe auch mal wieder Lust, Enduro zu fahren. Ich bin schon lange nicht mehr Enduro gefahren. Oben angekommen, aber die Sitzposition war nicht so sicher irgendwie. Aber schön. Sehr nice, sehr nice. Und umgekippt. Jo. Ne Simme. Ich muss unbedingt mal wieder ein neues Projekt starten. Aber dazu kommt im nächsten Video. Nemova. Wie Simme? Schwalbe war das, ne? Ist ja eben so ein Schwalbe. Also so stellt man sich so eine typische DDR-Werkstatt vor irgendwie. Diese blaue Tür, ein paar Deutschland fahren. Yamaha DT. Oh, das mit dem Fuß sah irgendwie so kritisch aus, als wenn er bald in die Speichen reinkommt. Okay, Slow Motion, also entweder ist es ein richtiger Win oder er fällt gleich richtig. Ja. Okay, für einen Kennzeichenschleifer hätte jetzt echt ein kleines Stückchen gefehlt. Ah! Da ist er. Sehr nice. Wieder eine Simson. Ja, yeah, sehr nice. Richtig. Wow, wow, wow! Nein! Oh, da ist er irgendwo eingerastet an so einem Baum. Nein. Übel. Okay, da ist so ein Wassergraben. Das erinnert mich so ein bisschen an Fumas in dem Bilstein. Da ist ihm auch so was Ähnliches passiert. Jo, ja, moin. Jo, Alter. Aber noch gefangen, Wahnsinn. Nur Knepe im Kopf. Jo. Ja, das ist so ein richtiger Fahrradpark, so wie es aussieht. Ja, muss ja sein. Die Bäume sind geschützt. Das ist eine geile Strecke. Der hat auch ordentlich Speed drauf, muss man sagen. Richtig Speed drauf. Die Frage ist jetzt bloß, ob was passiert oder nicht. Also ich, so schnell wie der ist, kann ich mir vorstellen, dass er gleich von diesem Weg abkommt und irgendwie den Hang runter fährt oder so. Keine Ahnung. Oder er fährt gegen einen Baum, das könnte auch sein. Oder er ist einfach Profi und ballert da einfach nur durch. Nee? Okay. Nein! Alter, warum? Die arme Simme. Oh. So safe ein Pocketbike oder so. Ja. Yeah. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und das sind mal Mofa-Fahrer, die ihre Füße oben behalten und nicht so auf dem Boden schleifen. Also extrem selten. Aber die haben gelbe Nummernschilder. Wo hat man denn gelbe Nummernschilder? Warte, warte, warte. Ja.
Oh, 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 oh. Oh! Alter. Boah, die Aussicht, Mann. Hammer. Mega geil. Mega geil. Das Moped hat aber echt einen geilen Sound. Was ist das für ein Moped? Der Sound war geil. Oh, ein guter alter Opel Corsa. Ja, das ist so die typische Mofa-Position eigentlich, wenn man ein Wheelie macht, ne? Jo, es war schnell. Mega geil. Ich hatte auch mal eine Zeit lang was ist das eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, aber wo mein Opa gestorben ist, der hatte auch so einen fahrbaren Untersatz. Aber ich habe dazu nie ein Video gemacht, ich weiß auch nicht warum. Obwohl das Teil ein Jahr lang bei meinem Vater rumstand. Das ist eigentlich schon geil, so ein Ding, ne? Aber total nützlich einfach, ne? Gerade für ältere Leute. Wahnsinn, oder kann man froh sein, dass es sowas heutzutage gibt, ne? Jo. Ja, ist das Gustav, der Mofa-Profi. Gustav macht erstmal eine Show. Also echt drauf, muss man mal sagen. Junge, 50 Kubik, Viertaktroller. Was ist das überhaupt? Total durch einfach. Ja, geil. Nice. Nicht schlecht. Ich würde auch gern so springen können. Und zwar keine Sprünge, die so hoch sind, aber gut. Ja. Schöner Husky. Ey, da ist doch von Fumas ein Aufkleber drauf gewesen, oder nicht? Bin mir ziemlich sicher. Okay. Ich würde mal behaupten, hier ist auch ein Fehler im Video drin, weil man sieht einfach nichts. Aber man hört zumindest den Sound, also... Ja, weiß ich nicht. Hat sich nach einem Burnout angehört oder so. Hä? Was war das für ein Video? Der typische Mofa-Wheelie wieder. Ja, die armen Schuhsohlen, die sind doch... Kann er danach neue Schuhe kaufen, wenn er ein paar Mal Wheelie gemacht hat. Aber nicht schlecht. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum machen die Leute mal so ein Mofa-Wheelie? Ist das, um das Gewicht besser zu verlagern oder... Weil wenn man jetzt die Füße auf der Fußraste hätte... Ja, wäre das Gewicht wieder ein bisschen anders verlagert, denke ich mal, ne? Weil die 99% der Mofa-Fahrer macht ja den Wheelie so. Ich glaube, das hat schon was mit der Gewichtsverlagerung zu tun. Yo. Wo ich das jetzt gerade sehe, ich habe richtig Bock, Enduro zu fahren einfach. Ein geiler Hang, der echt nicht einfach ist, glaube ich. Aber ich finde, er hat viel zu wenig Anlauf genommen. Also ist jetzt nur meine Meinung. Jo. Also ganz lässig, mit dem Fuß so auf dem Lenker. Aber ich finde es einfach erstaunlich, bei den ganzen letzten Reaction-Videos sieht man eigentlich, wie viele eigentlich Mofa fahren. Ne? Das ist echt richtig viel, also es müssen richtig... Ja, was ist beim Rendern falsch gelaufen? Yo. Der nächste... Ich weiß gar nicht, warum jetzt die Hälfte der Videos auf einmal nicht geht. Aber das Ende doch bestimmt wieder böse. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl. Okay, doch nicht.
So Leute, das war's wieder mit dem Reaction-Video. Am krassesten fand ich eigentlich den Fail mit der Simson. Die arme Simson. Ich glaube, also weil die ja gerade in so einen Baum eingerastet ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie total schaden ist. Aber ich weiß es halt auch nicht genau. Dann wollte ich nochmal sagen oder nochmal ansprechen, für Leute, die Videos schicken wollen, die größer als 20 MB oder so sind, weil man kann meistens per E-Mail nur 20 bis zu maximal 20 MB versenden. Ihr könnt auch einfach über Wetttransfer, so heißt es glaube, die Videos hochladen. Da könnt ihr glaube bis zu 2 GB hochladen und könnt mir einfach den Link schicken und dann kann ich es von da aus runterladen. Das wollte ich halt nur mal ansprechen, weil viele das Problem immer haben, dass die Videos viel zu groß sind, um sie per E-Mail zu verschicken. So, ansonsten lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.